Heute Abend gegen den HC Lausanne. Willkommen beim Home Game Corner. Und bei mir ist der Gianmarco Vetter. Der Gianni Vetter, der es ausgezeichnet läuft bis jetzt. Vier Spiele, vier Punkte. So könnte eigentlich in diesem Stil weitergehen, oder? Ja, ich glaube auch. Es läuft nicht schlecht. Aber es macht man sehr einfach mit dem Dünjan und dem Wick momentan zu spielen. Also macht es nur das aus oder gibt es sonst noch ein Geheimnis, dass es so gut läuft? Ja, ich glaube, wir machen es allgemein als Team gut und ja, sie arbeiten so hart, dass es sehr einfach macht für mich. Du sprichst das Team an, bis jetzt noch ungeschlagen in vier Spielen. Was ist für dich der Punkt, der raussticht, was er gut macht? Ja, ich glaube, wir probieren es auf einer Wellenlänge zu sein. Wir probieren immer hart zu arbeiten, wir probieren uns weiterzuentwickeln und mehr auf das zu fokussieren. Und wenn dann ein Sieg raus schaut, sind wir zufrieden. Gibt es aber auch noch Punkte, wo man sagt, ja, also da können wir, da müssen wir sogar besser werden? Ja, wenn wir letztes Mal glaub, viel Goal geschossen haben, wo wir das Spiel angeschaut haben, sind wir gleich nicht ganz zufrieden gewesen und wir haben gleich ein paar Punkte gefunden, die wir noch besser machen müssen. Was sind denn die Punkte? Das behalten wir bitte lieber für uns. Ah, dann gibt es noch etwas, was du vielleicht für dich behalten willst. Vielleicht willst du es auch teilen. Der Niffi hat mir vorher gesagt, du hättest irgendwelche speziellen Rituale und darum läuft es so gut. Kannst du etwas sagen dazu? Ja, es sind ein paar Sachen. Wir haben hier mit der DJ-Truppe eine lustige Crew zusammen und ja, dort haben wir ein paar Sachen, die wir immer wieder machen. Okay, heute Abend also gegen den HC Lausanne. Jetzt auf dem Papier ist ja das eigentlich fast der Lieblingsgegner. Letztes Jahr vier Spiele, das Maximum an Punkten, 12 Punkte. In den letzten zwei Jahren überhaupt nur ein Match verloren. Gibt es überhaupt so etwas wie Gegner, wo man lieber gegen sie spielt? Ja, aber wie du sagst, haben wir letztes immer wieder mal gegen sie gewonnen. Und darum ja, probieren wir das auch wieder. Aber eben, sie sind ein sehr starkes Team, letztes Jahr im Finale gewesen. Darum wissen wir, dass wir auch heute wieder eine Top-Leistung brauchen. Genau, Top-Leistung braucht es von Gianni Vetter, aber vom ganzen Team. Und natürlich auch von euch Fans, die hoffentlich kommen heute Abend gegen den HC Lausanne. Viertel vor 8 in der St. Galler Kantonalbank Arena.